Löffel davon am Tag können dir beim Gewichtsverlust helfen, deinen Appetit regulieren und deine Darmgesundheit fördern. Die Rede ist von Apfelessig. Als Ärztin kann ich als Hausmittel zur Unterstützung beim Abnehmen Apfelessig empfehlen. Stoffe, die beim Abnehmen helfen, Apfelessig. Warum, weiß niemand. Apfelessig ist nicht nur ein beliebtes Haushaltsmittel, sondern auch ein absoluter Gamechanger, wenn du versuchst, Gewicht zu verlieren. Wenn du jeden Morgen Apfelessig trinkst, wirst du abnehmen. Zum Abnehmen regelmäßiges Trinken von verdünntem Apfelessig. Apfelessig kann mir beim Abnehmen helfen. Was ist das bitte für ein Tipp? Im ganzen Internet gibt es Tipps zum Abnehmen, aber welche davon funktionieren wirklich? In diesem Video decke ich auf, welche Ratschläge du ruhig befolgen kannst und von welchen du lieber die Finger lassen solltest, weil sie nichts bringen. Bleib dran, es wird spannend. Tipp Nummer 1, schwarzen Kaffee trinken. Trink schwarzen Kaffee, das kurbelt den Stoffwechsel an. Also, Kaffee ist ein Stimulanz und kann tatsächlich den Stoffwechsel anregen. Nicht so sehr, wie viele Leute vielleicht meinen, aber wenn du wirklich schwarzen Kaffee ohne Milch, ohne Zucker trinkst, dann wird der Kaffee deinen Hunger etwas unterdrücken und deinen Stoffwechsel um ein paar Kalorien anregen. Das belegen sogar Dutzende Studien. Tipp Nummer 2. Häng einen Spiegel vor deinen Esstisch. Studien zeigen, dass man weniger isst, wenn man sich selbst beobachtet. Finde ich ein bisschen krank, muss ich sagen. Also wenn du aus dekorativen Gründen irgendwo einen Spiegel hinhängst und dich zufällig beim Essen siehst, okay. Aber jetzt wirklich einfach nur einen Spiegel hinzuhängen mit der Hoffnung, dass du dadurch abnimmst, halte ich für einen völligen Quatsch und geht in die Kategorie Blödsinn. Tipp Nummer 3, isst dein Essen von einem kleinen Teller. Das ist ein optischer Trick, der dir ein Sättigungsgefühl gibt, wenn du den Teller aufgegessen hast. Ja, also ich finde den Tipp okay, er liegt irgendwo zwischen wahr und falsch, das heißt, es wird kein Gamechanger und wird jetzt nicht plötzlich dafür sorgen, dass du viele, viele Kilos abnimmst, aber ein Problem von übergewichtigen Menschen ist definitiv, dass sie sehr große Portionen essen und daran gewöhnt sind und wenn man einfach einen kleineren Teller gibt, dann hilft das definitiv dabei, so ein bisschen das Gefühl wiederzubekommen für normale Portionen, also kann man machen. Tipp Nummer 4, Intervallfasten. Mach Intervallfasten, auch wenn du dabei Muskeln verlieren könntest. Ja, also Intervallfasten funktioniert definitiv, wenn du ein kleineres Essensfenster hast. Das heißt, statt dass du 12 Stunden am Tag isst, über nur ein Zeitfenster von 8 Stunden hast, zum Beispiel von 12 Uhr mittags bis 20 Uhr, dann wirst du automatisch etwas weniger Kalorien essen, auch wenn die Ernährung inhaltlich komplett die gleiche ist. Außerdem hast du den Vorteil, dass du dich weniger mit dem Thema Essen beschäftigen musst, weil du einfach ein kleineres Zeitfenster hast, beziehungsweise auch weniger Mahlzeiten hast. Deshalb spricht nichts dagegen, Intervallfasten einzusetzen. Frauen müssen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, weil sie hormonell etwas sensibler sind. Probier es aus, wenn es für dich funktioniert. Top! Kleiner Nachteil, manche Personen entwickeln dadurch ein verstärktes, essgestörtes Verhalten. Wenn du das merkst, solltest du das natürlich nicht machen. Man kann auch völlig ohne Intervallfasten erfolgreich abnehmen. Tipp Nummer 5. Nimm deine Proteine durch Eiweißpulver zu dir. Ersetze deine normale, hochkalorische Proteinzufuhr durch Proteinpulver. Das würde ich so nicht empfehlen. Also ich bin kein Fan davon, den Proteinbedarf hauptsächlich durch Eiweißpulver zu decken. Man kann das machen, aber man sollte sich immer bewusst sein, dass das Protein durch die normale Ernährung zu decken eigentlich nur Vorteile hat, weil du dadurch eben noch viele Mikronährstoffe deckst und zusätzlich eben nicht nur Proteine konsumierst, sondern eben auch Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe. Und wenn du jetzt all diese Eiweißquellen ersetzt durch Proteinpulver, dann wirst du halt insgesamt weniger Mikronährstoffe, weniger Ballaststoffe konsumieren und schlechter gesättigt sein, weil Proteinpulver eben dadurch, dass es Pulver ist, vorverdaut ist. Das heißt, es macht dich etwas schlechter satt. Bin ich gegen Proteinpulver? Nein, also ich finde Proteinpulver eine sinnvolle Ergänzung, vor allem wenn man Schwierigkeiten hat, auf gewisse Eiweißlevel zu kommen, dann kann man super durch Proteinpulver ergänzen, spricht an sich nichts gegen, nur komplett auf Proteinpulver zu setzen, sprich 80, 90, 100 Gramm Eiweißpulver am Tag, würde ich nicht zu raten. Tipp Nummer 6, kau langsamer. Kaue dein Essen langsamer. Dein Gehirn braucht Zeit, um deinem Magen zu signalisieren, dass du satt bist. Indem du langsam isst, gibst du deinem Gehirn die Möglichkeit, dir rechtzeitig das Signal zu senden, dass du satt bist, bevor du zu viel gegessen hast. Ja, also irgendwo zwischen wahr und falsch. Ich würde es eher anders sagen, also kau gründlich, nicht unbedingt langsamer. Langsamer ist ein bisschen merkwürdig. Und wenn du gründlich kaust,
dann nimmst du dir etwas mehr Zeit für das Essen und dann wird es durchaus so sein, dass du etwas früher aufhören wirst zu essen, statt dir vielleicht noch die zweite, dritte, vierte Portion nachzuschlagen. Macht es jetzt einen riesen Unterschied bei deiner Abnehmreise? Nein. Ich selbst bin eher ein sehr schneller Esser, was nicht unbedingt positiv ist, aber auch ich kann trotzdem schlank sein und ich kenne auch viele andere, die sehr schnell essen und trotzdem schlank sind. Aber es kann definitiv helfen, dass das Sättigungssignal etwas früher einsetzt. Tipp Nummer 7, gib MCT-Öl in deinen Kaffee, Bulletproof Coffee. Ein Teelöffel MCT-Öl in deinem Kaffee unterstützt deine Fettverbrennung und sorgt dafür, dass dein Stoffwechsel angeregt wird. Ja, ist Bullshit. Also die Kalorien, die du dir oben hineingibst durch ihr MCT-Öl, holst du durch die Stoffwechselanregung nicht wieder raus. Also das ist wissenschaftlich nicht gestützt und von dem her würde ich abraten, MCT-Öl in deinen Kaffee zu tun. Auf der anderen Seite, was ich durchaus empfehlen kann, wenn es dir schmeckt, ist Eiweißpulver mit Geschmack in deinen Kaffee zu tun. Wenn du eben nicht nur schwarzen Kaffee konsumieren möchtest, sondern direkt noch ein bisschen Eiweiß in deinen Kaffee tun möchtest, um vielleicht noch etwas besser satt zu sein und schon deinen Eiweißkonsum den Tag über etwas nach oben zu treiben. Das ist etwas, was ich gerne ab und an mache, muss man natürlich nicht. Aber was dir definitiv nicht helfen wird, ist Öl oder Butter in deinen Kaffee zu tun. Tipp Nummer 8, grünen Tee trinken. Trink grünen Tee, er enthält wirkungsvolle Antioxidantien, die sogenannten Katechine, von denen man annimmt, dass sie in Verbindung mit Koffein die Fettverbrennung fördern. Also, erstmal ist wichtig zu wissen, dass grüner Tee Koffein enthält. Und wie ich beim Kaffee bereits gesagt habe, regt es deinen Stoffwechsel an. Dementsprechend ist es auch nicht unbedingt das ideale Getränk, was man vor dem Schlafengehen trinken sollte. Der Vorteil beim grünen Tee ist, dass dieser eben auch noch zusätzlich L-Theanin enthält, was, ich sag mal, diese beunruhigende Wirkung des Koffeins so ein bisschen ausgleicht und deswegen der grüne Tee eine etwas beruhigendere Wirkung oder fokussiertere Wirkung hat. Auch hier gibt es Studien dazu, wie viel grüner Tee am Ende wirklich deinen Stoffwechsel anregt und du siehst, es ist irgendwo Spielerei. Also jeder, der dir sagt, die Abnehmpille enthält grüner Teeextrakt und deswegen wirst du abnehmen, das ist kompletter Blödsinn. Du wirst nicht durch diese Stoffwechselkapseln wie von selbst 5 oder 10 Kilo verlieren, nicht mal 1 Kilo, sondern letztendlich so wenig, dass jede andere kleine Gewohnheit deutlich mehr ausmacht. Kannst du dir im Prinzip auch gleich sparen. Tipp Nummer 9, Süßstoff statt Zucker. Setze bei Getränken statt auf die normale lieber auf die Light- oder Zero-Variante. Damit hast du den gleichen Geschmack, sparst aber viele Kalorien ein. Ja, sehr umstritten, aber tatsächlich würde ich hier sagen, ganz klar wahr. Ja, ich würde dir empfehlen, die süßstoffgesüßten Getränke zu nehmen, denn meiner Meinung nach zeigt die Studienlage eindeutig, dass Süßstoff mehr Vorteile als Nachteile hat. Es gibt Studien, die zeigen, dass Personen mit Süßstoff mehr Gewicht verlieren, als wenn sie nur Wasser trinken. Und auf der anderen Seite zeigen die Meta-Analysen, dass Süßstoff keine wirklich bekannten Nebenwirkungen hat. Und von dem her würde ich sagen, wenn dir Süßstoff hilft, normalgewichtig zu sein, dann nimm Süßstoffe. Es ist deutlich gesünder, als übergewichtig zu sein und keine Süßstoffe zu konsumieren. Wenn du es natürlich schaffst, auch ohne Süßstoffe normalgewichtig zu sein, schlank zu sein, dann ist das natürlich die beste Variante. Tipp Nummer 10, um abzunehmen, musst du hungern. Gewöhne dich an das Gefühl, hungrig zu sein und akzeptiere es. Man kann nicht abnehmen, ohne zu hungern. Daher ist es wichtig, dieses Gefühl zu erkennen und zu akzeptieren. Boah, das ist echt, absolut nein. Du kannst definitiv ohne zu hungern 30, 40, 50 Kilo abnehmen. Das machen wir tagtäglich mit unseren Kunden. Und es ist sogar notwendig, wenn es dir darum geht, wirklich nachhaltig abzunehmen. Also, streich diesen Gedanken, dass du hungern musst oder dieses Gefühl akzeptieren musst. Nein, das solltest du nicht und du solltest auch nicht hungern, wenn du nachhaltig erfolgreich abnehmen möchtest. Und übrigens, das erzähle ich auch in meinem Buch und auch wie es genau funktioniert, erzähle ich hier kurz und knapp und sehr anschaulich, leicht verständlich auf 175 Seiten. Wenn dich das interessiert, das Buch kostet dich nur 6,95 Euro und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und dazu kannst du auch ein E-Book mit 28 coolen Abnehmrezepten kaufen, dann hast du auch gleich ganz konkrete Rezepte an der Hand und kannst perfekt deinen Abnehmweg starten und endlich schlank werden. Viel Spaß beim Lesen. Tipp Nummer 11, Krafttraining. Mach nicht nur Cardio, sondern auch Krafttraining. Ja, das wird dir definitiv helfen, vor allem wenn es darum geht,
nachhaltig abzunehmen. Etwa 30% unserer Kunden machen Krafttraining. Das heißt, man kann sowohl erfolgreich ohne Krafttraining abnehmen, als auch mit Krafttraining. Wenn du mit Krafttraining abnimmst, dann hast du natürlich den Vorteil der schöneren Optik. Du wirst am Ende einen ähnlichen Körperfettanteil bzw. eine ähnliche absolute Fettmasse erreichen können, egal ob Krafttraining oder ohne Krafttraining. Wenn du allerdings Krafttraining machst, hast du zeitgleich deutlich mehr Muskulatur, also Muskelmasse, und optisch wird dies dann deutlich, ich sag mal, schlanker aussehen und du wirst auch prozentual einen geringeren Körperfettanteil haben, obwohl absolut gesehen du in beiden Szenarien gleich viel Fett hast. Ich hoffe, das ist verständlich. Und deswegen, wenn du die Zeit hast, mach auf jeden Fall 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining. Und vor allem hat es für Frauen den großen Vorteil, dass du Osteoporose extrem gut vorbeugst. Also auch gesundheitlich gesehen eigentlich ein absolutes Must-Do, zumindest so 2 Mal die Woche. Wenn es ums Abnehmen geht, kein Muss, aber eine Empfehlung. Tipp Nummer 12. Öfter snacken. Ist öfter mal ein Snack. Dies verhindert eine Stoffwechselverlangsamung, bei der der Stoffwechsel stillsteht, wenn es nicht zu verdauen gibt. Beim Snacken ist der Stoffwechsel gezwungen, aktiv zu bleiben. Ja, das ist Blödsinn. Also diese These wurde wissenschaftlich komplett entkräftet. Du wirst nicht einen schnelleren Stoffwechsel haben oder deinen Stoffwechsel wirst du nicht anregen, nur weil du 6 Mal am Tag isst. Das würde auch gegen das Intervallfasten sprechen. Das Gegenteil ist der Fall. Du solltest nicht 5, 6, 7 Mal am Tag essen, denn dann spielt dein Blutzucker Achterbahn und du wirst öfter Hunger haben und ganz unbewusst insgesamt mehr Kalorien über den Tag essen und am Ende zählt die Kalorienbilanz. Also isst lieber 2, 3, maximal 4 Mal am Tag und damit bist du good to go. Tipp Nummer 13, vor einer Mahlzeit Wasser trinken. Wenn du 30 Minuten vor einer Mahlzeit Wasser trinkst, hilft das deinem Körper, schneller Kalorien zu verbrennen und damit Gewicht zu verlieren. Also, es wäre natürlich schön, wenn Abnehmen so einfach ist und du einfach vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken musst, um abzunehmen, aber das ist nicht der Fall. Was ich dir allerdings sagen kann, ist, gut hydriert zu sein, wird dir helfen abzunehmen. Da gibt es auch einige Studien, die kann ich hier mal einblenden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Liter das sind, aber ich glaube 3 Liter, 3,5 Liter, wenn du das jeden Tag trinkst, also wirklich viel trinkst, gut hydriert bist, nicht übertrieben viel, aber auf eine gute Menge kommst, dann wird das insgesamt nochmal ordentlich mehr Kalorien verbrennen. Und Wasser ist eben auch an vielen Prozessen beteiligt. Und wenn alles reibungslos abläuft, dann wird das indirekt einen positiven Einfluss auf deine Abnahme haben. Wenn natürlich grundlegend auch die Kalorienbilanz stimmt. Also, du kannst dich nicht aufs Wasser allein verlassen, wenn es ums Abnehmen geht, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der mit reinspielt. Tipp Nummer 14, Mahlzeiten vorkochen. Nimm dir Zeit und plane und koche deine Mahlzeiten für eine Woche vor. So hast du immer eine fertige Mahlzeit zu Hause und musst nichts bestellen, wenn du mal keine Lust oder Zeit hast zu kochen. Ja, dem kann ich zustimmen. Also ich selber mache es tatsächlich nicht. Aber es ist trotzdem ein guter Tipp und für all diejenigen, die eben einen sehr straffen Zeitplan haben und vielleicht auch nicht so viel Flexibilität haben oder auch vor allem abends sehr kaputt nach Hause kommen, denen kann ich das empfehlen. Probiert es mal aus, einmal vorzukochen für die ganze Woche oder vielleicht auch 2 Mal an 2 Tagen, denn es hilft einfach ungemein, wenn man einfach immer was im Kühlschrank hat, weil dann kommt man nicht auf blöde Ideen, etwas zu bestellen bei Lieferando oder vielleicht doch Dinge zu essen, die man eigentlich nicht essen sollte. Es kann einfach ungemein helfen, wenn man immer gutes Essen parat fertig vorbereitet hat. Tipp Nummer 15, den Fokus auf die Ernährung legen. Auch wenn Sport sicherlich bei der Gewichtsabnahme helfen kann, macht die Ernährung den größten Teil bei einer Abnahme aus. Und es ist durchaus möglich, Gewicht zu verlieren, ohne Sport zu treiben. Ja, dem kann ich zustimmen. Aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, aktiv zu bleiben. Es geht nicht immer nur ums Abnehmen, es geht auch um deine Gesundheit, um deine Gelenke und auch um den mentalen Ausgleich. Deshalb, du musst keinen Sport machen, aber sei aktiv, zum Beispiel in Form von Schritten. Ernährung wird beim Abnehmen immer der größte Hebel sein, aber trotzdem solltest du schauen, Aktivität in deinen Alltag zu integrieren. Auch einfach für deinen psychischen Ausgleich ist das enorm ratsam. So, das war's mit diesem Video. Mal ein etwas anderes Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du sagst, hey, das war hilfreich, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, aktivier gerne die Glocke, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn du mit meinem Team und mir zusammenarbeiten möchtest, dann besuch gerne janbarmann.de, vereinbare einen Termin und dann schauen wir uns mal deine Situation an und schauen, wie wir eventuell gemeinsam über die nächsten 6 oder 12 Monate dein Ziel erreichen können. Bis dahin, dein Jan.